Hallöchen, meine Lieben, willkommen zurück zu Parkitect, eine weitere Folge mit dem kompletten Parkitect Let's Play mal wieder hier und dazu natürlich auch von mir die eine oder andere kleine Information, die ich gleich raushau am Anfang, und zwar die ganzen Stonehearth-Zuschauer, keine Angst, das nächste Video kommt, sobald ich es schaffe, denn auch alle Neuen, die das Video sich angeguckt haben von Stonehearth und denken, hey, die Community-Idee ist toll. Aufgrund der Vielzahl der Kommentare habe ich da derzeit ein kleines Bearbeitungsproblem und komme diesen ganzen Dingen gar nicht so richtig nach. Deswegen, ja, tut es mir so ein bisschen leid natürlich und ich hoffe, dass ihr das versteht. Das wird richtig angenommen hier. Und ja, einfach abwarten. Bald folgen dort dann auch die neuen Folgen von Stonehearth Kaka und dann schauen wir mal, wie es insgesamt weitergeht. So, und jetzt hier, Little B. Ja, ich habe es gelesen, ich habe es natürlich gelesen. Wartezeiten, vor allem der zweite Wagen. Mindestwartezeit, Höchstwartezeit. Ich gehe die Höchstwartezeit jetzt mal auf eine Minute hoch. Und mindestens soll er jetzt hier 30 Sekunden warten, bis der nächste Wagen. Na gut, dann steht der nächste schon wieder dran. Sagen wir 20 Sekunden. Vielleicht gehen wir auch mit dem Preis mal auf 2,50 runter. Das würde ich vorschlagen, so. Können wir sonst noch irgendwas machen? Nein. Der Kettenlift könnte mal schneller ziehen. 10 km/h. Weil, ist ja auch richtig, der zweite Wagen ist fast leer. Viele Leute kommen gerade nicht mehr her. Auch das Ding hier wird nicht mehr stark besucht zurzeit. Müssen wir mal gucken. Jetzt, wo das Gewitter kommt, drücke ich immer auf Einnahmen. Kurz immer wieder, wenn man das Spiel neu startet und auf Einnahmen klickt, dann stockt das Spiel einmal kurz. Dann lädt er die Statistik. Und dann geht's weiter. Mensch, da unten gerade eine Leiste. So, zack, zack, zack. Mal kurz gucken. Topspin ist defekt. Rad des Todes ist defekt. Defekt, defekt, defekt. Nicht so schön, wenn alles defekt ist. Aber ich habe sowieso das Gefühl, wo sind alle Parkbesucher? Also hier war ja recht viel, aber es verläuft sich derzeit sehr stark. Und das Wetter bringt die Leute, glaube ich, auch dazu, sich einfach nur hinzusetzen, Regenschirme auf und zu warten. Jetzt hat es aufgehört, jetzt gehen die Regenschirme weg und jetzt sind wieder alle unterwegs. Sehr gut. Wilde Maus ist eifrig weiterhin dabei. Und auch jetzt kommen die Leute hier wieder zum Little Bee dazu. Ich bin am überlegen, ob ich das reduziere auf einen Wagen vorerst. Denn zwei Wagen kostet zu viel, das stimmt schon. Wir beobachten das mal kurz. Gut, jetzt stellen sich hier wieder viele an. Der erste Wagen wird nicht ganz voll. Ja, und das, ja, ich verstehe es. Ich werde da wohl einen Wagen nur noch fahren lassen. Oder wir müssen einfach die Wartezeit. Machen wir mal so. Also es soll jetzt mindestens immer auf halb bis halb voll gewartet werden. Dann wird's besser. So, okay, im Laufe der Folge werde ich auch ein paar Wachleute umbenennen. Ein paar Zuschauer, die das gefordert haben oder angefragt haben. Also da kommt bald ein bisschen was. Und zusätzlich habe ich mir gedacht, was ich angekündigt habe das letzte Mal, können wir uns ja hier mal kümmern, darum kümmern, dass wir hier so ein bisschen die Gesamtoptik ändern. Ich wollte da hier so kleine Hütten draus machen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Aber wir versuchen es natürlich. Das heißt, wir gehen hier mal auf Buildings. Ich guck mal kurz, ob wir in irgendeiner Weise Base Door. Das sind Buildings hier. Ich hätte jetzt zum Beispiel gerne mal Wände. Genau. So, und das hier sind zum Beispiel normale Steinwände. Das geht dann weiter in so eine hellere Art und Weise zu bauen. Dächer, alles gut. Und dann können wir hier auch natürlich die Farben ändern.
Ich nehme mal dieses halbhelle hier oben. Als allererstes, dieses hier. Und gucken wir mal, ob wir aus dem Toilettenhäuschen und der Pizzeria ein Haus bauen können. So. Ich frage mich, was meint ihr? Also die Toilette... Somit versperren wir ja auch komplett das Toilettenschild. Somit auch. Das überlege ich mir jetzt kurz noch. Aber was wir machen können... Hier können wir einmal so machen. Und bauen dann gleich ein Dach. Aber wir machen das Haus hier mal ein bisschen... So. Genau. Jetzt brauche ich einmal eine komplett weiße. Ah, hier, das könnte ich nehmen. Wir könnten vielleicht diese Seite nehmen. Um es ein bisschen zu blockieren. Ich suche mal kurz eine komplett weiße Wand. Diese. So. Und nach hinten raus kommt einmal so eine und einmal eine. Fenster. Okay. Was sind das denn hier? Türen. Ach so. Ja, das ist, passt aber gerade nicht. Das sind Pfosten, ist ein Bogen, ein Torbogen. Das wäre ein Halbdach, Dach. Okay, machen wir es ganz easy. Damit die Pizza da so ein bisschen rauskommt. Ich setze den mal kurz so, ein bisschen erhöht. Denn wir können ja hier so ein Ministück bauen. Das habe ich doch hier irgendwo gesehen. So ein... Den hier. So. Jetzt wähle ich nochmal den Kerl hier an. Und jetzt brauchen wir... Dächer. Da oben. Und zwar schöne, also das sind natürlich auch Dächer bei, die keiner will. Ich möchte eigentlich ein normales Dach mit einer bestimmten Textur, keiner einzelnen Farbe. Ich hätte gerne eine Textur. Wo haben wir eine Textur? Das hier sind... Ja gut. Könnte man das wählen? Das ist ja ein bisschen... Nee, ich suche ein kleineres. Na gut, notfalls. Ah! Müssen die anderen Teile nehmen. So. Könnten wir so machen. Das heißt, wir geben dem jetzt eine bräunliche Farbgebung. Sieht doch blöd aus. Nee, das gefällt mir nicht. Da muss es doch ein anderes Dach geben. Na, kommt her hier. Hier wird es 100 Pro was anderes geben. Sonst wäre es ja totaler Blödsinn, sowas hier zu bauen. Also suchen wir nochmal. Das ist ein einzelnes Dach schräg. Das hier wäre es, ne? Ja. Blöd ist wirklich, dass wir da nur eine Farbe ändern können und nicht die Textur. Ich hoffe, das ändern sie noch so ein bisschen. Was für eine Farbe geben wir euch? Ich hätte eigentlich gern dieses... Nehmen wir mal das. So. Okay, das müssen wir natürlich noch hübscher machen. Das heißt, also damit beschäftigen wir uns heute ein bisschen. Ich habe das Gefühl, wir machen trotzdem
irgendwie hier zu. So. Und oben. So. Und jetzt brauche ich noch diesen hübschen kleinen Zwischenteil. Wo ist er denn? Wo ist er? Da haben wir ihn gefunden. So. Gut, wir können jetzt hoffentlich da noch ein bisschen was natürlich auch verzieren. Details. Was haben wir hier alles so? Rohre. Ja, hier, weil es eine Toilette ist. Das wäre witzig. Ganz kurz. So. Und da unten könnte man eigentlich so einen Topf hinpacken oder so. Ein Kamin wäre doch was Schönes. Aber der möchte eine andere Farbe haben. Wo ist er denn jetzt? Ach, Mensch. Ach, manchmal ist der Bau noch ein bisschen schwer. Details. Wo ist der Kamin? Da. So. Hier oben waren ja auch... Ach, schaut an, das meine ich. Sehr gut. Jetzt könnten wir nämlich hier dann doch noch ein Toilettenzeichen anbringen. So. Was haben wir hier? Ziegeldetails. Oh, sehr gut. Wie sieht das aus? Das finde ich gut. Oder die jetzt gebaut? Dahin. Da will ich die nicht. So will ich die eigentlich haben. Nicht so, wie es hier ist. Na, wer hat sich jetzt gewundert, was ich hier mache, hä? Hat gedacht, so geht das nicht. Aber genau diese Details habe ich gesucht. So. Okay, kurz überlegen. Das Toilettenzeichen bringen wir hier an. Da. So. Vordach. Auch schön. Sehr schön sogar. Da können wir die Farbe ändern. Das Vordach wird richtig freundlich. Richtig rötlich und komplett weiß. Hier gibt es dann die Pizza zum Kauf. Und so könnt ihr so einen ganzen Pizza-Shop umbauen, dass er auch benutzt wird. Wir gucken mal kurz, wann der erste Kunde da auch mal hin... Da geht auch hin, wunderbar. Also so geht das. So könnte man diese ganze Reihe bauen. So könnten wir hier richtig schick was hochziehen. Ich habe dafür jetzt aber ja mit Ansprache und allem schon 15 Minuten gebraucht. Das ist ja irre. Wir machen das aber heute, denn wir machen Plus. Das ist alles schön und ich möchte uns eine schöne... Häuserverzierung hier bauen. Deswegen ziehen wir das jetzt weiter durch und werden da auch auf Dauer, denke ich, was Schönes finden. Das waren jetzt diese Häuschen. Ich könnte auch diese Farbgebung hier auf der Seite lassen und auf der anderen Seite machen wir ein bisschen was anderes. Mal kurz gucken, gehen wir wieder auf Wände. Wir könnten auch mal solche Häuser hier bauen, aber eher auf der. Das heißt, so lassen wir das hier. Den hier verpflanzen wir auch. Einzelstehende sind dann natürlich auch leichter zu bauen.
machen wir so. So. Das nächste wäre wieder, wenn wir aufs Dach gehen, wäre, glaube ich, wieder dieses, was wir auch rötlich jetzt umgefärbt haben. Das wäre dieses hier. So. So könnte man es eigentlich jetzt schon fast lassen. Ich glaube, wir haben hinten auch, ja, das ist alles okay. Jetzt kommt diese Verzierung wieder, geht ihr auf Details. Sind sie die Details? Da könnten wir halt wieder zum Beispiel dann diese Verzierung raussuchen. Ne, die nicht, sondern diese gebogene, diese schöne. Und das hier war keine Erste Hilfe. Wollen wir das eigentlich? Wollen wir denn Erste Hilfe? So, aber hier kommt eine kleine Lampe einfach ran. Und auch hier könnte man ein Vordach bauen. Das geht über jedes rüber. Seht ihr das? Das ist recht cool. Hier lassen wir es jetzt. Und so. Ich finde, das sieht gut aus. Müssen wir halt gucken, wie weit wir das ziehen. Könnte man hier eine Verzierung dazwischen setzen eigentlich? Gibt es da irgendwie so ein Detail zum Dazwischenhängen? Mal gucken. Haben wir da irgendwas? Ein Kabel. So eine Röhre, die wir rüberziehen könnten. Das wäre möglich. Das finde ich gut. So. Das ist auch alles hier mit so Röhren dann versehen. Hier und hier. Mal gucken. Das können wir nebenbei noch mal. Das ist ein witziger kleiner Effekt dann. Moment, wo waren denn so ein halbrundes Rohr? Das hier. Da habe ich jetzt eine kleine Idee. Genau. Ich nehme das hier. So. So. Jetzt brauche ich ein längliches. So. Und der soll jetzt hier wieder runtergehen. Da müssen wir also seinen Pongdong finden. Seinen Partner nach unten. So. Aber, jetzt sieht es ein bisschen doof aus, weil es hier anders angefangen hat. Deswegen brauchen wir noch den. So. Und so haben diese ganzen Hütten auch noch diesen Rohrscharm. Also hier geht ein Rohr hinten, hier fällt's raus, hier führt was rüber. Und so könnte man das hier alles machen. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr wollt, dass ich das entweder im Zeitraffer aufnehme oder aber euch einfach nur das fertige Ergebnis präsentiere, weil ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit dran bauen. Aber so könnt ihr die Gebäude verzieren. So könnte man hier so einen Steampunk-alten Charme draus machen, so einen witzigen. Und im Hintergrund vielleicht auch dann mal einen Gang machen schlussendlich für das Personal hier. Und wir könnten das auch verknüpfen mit dem Aussehen mit diesen Teekesselchen hier. Also ihr könnt dann auch, das machen wir jetzt noch. Wisst ihr, das machen wir jetzt noch. Wir gehen auf die Gebäudestruktur und die Teekesselchen hier müssen wir irgendwie noch, ich weiß nicht, mit Blumen drumrum, dass hier eine Häuserwand dann auch kommt. Kriegen wir das überhaupt hin?
Also entweder ich zäune das komplett ein mit einer Häuserwand und das lasse ich indoor rollen, oder ich setze die Häuserwand nach hier und mache eine Blumenriege drumherum. Ich könnte jetzt, genau, ich könnte was anderes machen. Ich könnte so die Wände wählen, dann nehme ich wieder diese weiße Wand, wähle dann den großen Türdurchgang, setze den hier hin, mach so. Hier kommt wieder ein Türdurchgang hin. Und hier auch. Hier kommt eine normale weiße. Hier zur Ecke auch. Zu viel. Hey. So, dann wählen wir wieder die halbrunden Fenster. Mal gucken. Das machen wir dann natürlich noch richtig schön. Schließen es dann erhöht ab mit so unterschiedlichen Fenstern. Packen hier aber dann so eine kleine Blumenwiese rein. Und das Blumenbeet nehmen wir dann. Also hier kommt eins hin. Hier kommen komplett weiße hin. Dann nehmen wir gelb. Oh, hat er nicht übernommen. Dann ist wieder weg. Dann nehmen wir rötlich. Man kann auch so machen. Können so machen zum Beispiel. Jetzt könnten wir das noch überdachen. Ja, das machen wir im nächsten Mal. Nächstes Mal überdache ich das. Ihr sagt mir, ob ihr das hier im Zeitraffer sehen wollt oder im Direktsprung. Dann baue ich uns hier eine richtig schöne Häuserwand. Das hier alles soll so aussehen. Was wir hiermit machen, das ragt dann empor über die Dächer. Das wäre cool. Und ja, mit diesem Video will ich mich eigentlich verabschieden. Aber ich habe ja was versprochen. Wir gehen auf die Sicherheitsbeamten. Wir haben ja zurzeit zwei Sicherheitsbeamten. Und deswegen gehe ich immer runter und guck mal kurz. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Ich habe ja so eine kleine Sauklaue. Ich glaube so und so. Oder andersrum. Hilf mir mal, wenn du es siehst. Und er hier bekommt... Eigentlich eher eine Attraktion, oder? Also eigentlich ist es eine Attraktion. Alles egal. So, hinzugefügt. Wir kommen auf 3500. Wir machen richtig Kohle. Das heißt, wir können auch bald eine etwas andere Achterbahn bauen. Hier gucken wir mal kurz. Der fährt fast voll los und der kam voll an. Also hier die Wartezeiten sind eine sehr gute Idee gewesen. Und auch hier. Ich möchte eigentlich nicht, dass der Topspin fährt, wenn er nicht mindestens halb voll ist. Mindestwartezeit 30, maximal 50. So ist das am besten. Der ist immer voll. Der hier macht mittlerweile Minusgelder. Wir warten auch hier, bis er halb voll. Ach nee, das, vielleicht wird er das nie. 30, maximal 50. Ja, mal gucken. Die Schiffschauke, ich glaube, ich werde die beiden hier... Die werde ich im nächsten Video abreißen. Und das hier machen wir richtig schön. Das kann richtig gut werden. Also, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Ziegelrum mit Parkitect. Also, haut rein. Macht's gut. Tschüss.